13 Hunde, die sich mit den falschen Katzen angelegt haben. Katzen und Hunde. Wenn die Bedeutung dieser Worte je durch ein Video bildlich dargestellt wurde, dann mit diesem, wo Hunde und Katzen aufeinander losgehen und sich bekriegen. Und nicht immer hat die Katze das Nachsehen. Also lehne dich zurück und genieße es. Nummer 13. Tyrann zu Hause. Heute ist kein guter Tag für diesen Hund. Und das alles nur wegen eines herrischen Katers. Siehst du, wie er sich zitternd zusammenkauert und die Katze sich drohend über ihm aufrichtet und ihn immer wieder ihre Krallen spüren lässt? Der Hund duckt sich noch mehr. Vermutlich gehört das Möbelstück dem grauen Schläger und er ist empört darüber, dass der kleine Pinscher darauf gesprungen ist. Wäre ich Zeuge dieser Szene geworden, hätte ich den verängstigten Kerl sofort gerettet und die Mieze in ihre Schranken gewiesen. Denn nicht sie ist der Rudelführer, sondern du. Nummer 12. Welpe versucht, Katze zu schikanieren. Dieser Welpe musste lernen, dass sich nicht jeder vor ihm fürchtet, zumindest bis er groß und stark ist. Denn nur weil man vom Geschlecht der Hunde abstammt, heißt es noch lange nicht, dass eine Katze vor Angst erzittert. Dies beweist auch die Katze in diesem Video. Der Hund will sie einschüchtern, doch sie gibt ihm einfach eine saftige Ohrfeige. Das verblüfft den Knirps und er beschließt, sich von ihr fernzuhalten, bevor er wieder einen Schlag abbekommt. Nummer 11. Mischling spielt mit Katze. Dieser freundlich wedelnde große Mischling fordert ein kleines Kätzchen zum Spielen auf. Aber seine Größe scheint die Tigerkatze einzuschüchtern und sie will in Ruhe gelassen werden. Jedes Mal, wenn der Hund sie anstupst, haut sie ihm die kleinen Pfoten auf die Schnauze. Der Kater stellt sich sogar auf seine Hinterbeine, um bedrohlicher zu wirken. Doch der Mischling macht beharrlich weiter. So muss sich auch die Mieze weiter zur Wehr setzen. Dabei fällt sie sogar versehentlich den Bürgersteig hinunter. Doch auch jetzt gibt sie ihre Verteidigungshaltung nicht auf und springt direkt wieder auf den Hund los. Zu diesem Zeitpunkt hat er aber schon gar kein Interesse mehr und zieht gelangweilt von dannen. Nummer 10. Hund versucht, Katze aus dem Gebüsch zu holen. Hier will ein Retriever mit einem kleinen Kätzchen spielen, das definitiv nicht in Spiellaune ist. Offensichtlich will der Hund dem Katerchen nichts Böses, denn er wedelt mit seinem Schwanz. Vermutlich ist er verwirrt, weil das kleine Ding ihn nicht an sich heranlässt und mit ihm spielt. Das kleine Fellknäuel schlägt immer wieder mit seinen winzigen Tatzen zu und kauert sich noch mehr unter die Blätter, um nicht gesehen zu werden. Der Hund bleibt hartnäckig, denn er ist sichtlich fasziniert von dem Verhalten dieses kleinen Wesens. Aber all seine Bemühungen sind vergeblich. Nummer 9. 3 gegen einen. Eine Katze gegen 3 große Hunde. Ist das fair? Dieses Katzenbaby hier ist eindeutig im Kampfmodus, wie ihr gesträubtes Fell und ihr dicker, aufgestellter Schwanz zeigen. Mutig wehrt sie sich gegen die 3 ausgewachsenen, bellenden Hunde. Vermutlich wollen diese 3 ihr gar nicht wehtun, aber sie haben Angst, ihr zu nahe zu kommen. Es ist lustig, wie alle 3 aus sicherem Abstand die Katze anbellen. Die Katze bleibt standhaft und läuft nicht weg. Sie verharrt in ihrer Verteidigungshaltung, während die 3 versuchen, sich ihr zu nähern und immer wieder zurückweichen, weil sie wissen, dass Katzenhiebe nicht angenehm sind. Nummer 8. Karate-Katze. Hier gerät eine kleine Katze in Gefahr, weil Straßenhunde sie angreifen. Dabei fliegt sie durch die Luft und schlägt um sich, fast wie Bruce Lee. Sie rettet sich nicht nur vor der Hundemeute, sondern tut dies auch noch mit einem ausgesprochenen Mut. Sie ist blitzschnell und bringt die Angreifer sogar ins Straucheln, wenn diese versuchen, sie zu packen. Sie ist aggressiv und ängstlich, wie ihr aufgestellter Schwanz und Katzenbuckel zeigen. Sie macht das Beste aus der Situation und flieht unter ein parkendes Auto, das sie vor den heranstürmenden Hunden rettet. Diesen Straßenkampf gewinnt eindeutig sie. Nummer 7. Eine Katze gegen 3 Mischlinge. Und wieder wird ein großer Kater von 3 Mischlingen bedrängt und das auch noch direkt vor seinem Grundstück. Immer wieder springen sie auf das schwarz-weiße Fellknäuel zu und drängen es gegen die Gartenmauer. Doch wir wissen, was passiert, wenn man eine Katze in die Enge treibt. Sie schlägt zurück und das so schnell und heftig, dass die Hunde erschrocken zurückweichen. Das genügt, um einen Fluchtweg zu schaffen und in die Hofeinfahrt ihres Zuhauses zu fliehen, wo sie drohend dasteht und die Angreifer herausfordert, die Schwelle zu überschreiten, um sie erneut zu attackieren.
Die Hunde kommen zwar näher, aber sie wissen auch, dass dies eine verbotene Zone ist und sie nicht auf das Grundstück dürfen. Sie streifen noch eine Weile umher, während die Katze Wache steht und sie belauert. Vielleicht möchte sie herausfinden, ob noch einer der drei einen Angriff wagen würde. Als die Hunde aufgeben, dreht sie sich siegreich um und geht erhobenen Hauptes davon. Nummer 6. Lady Don. Diese Katze ist der Don der Straße und sie beweist es, indem sie den Hund durch ein kleines Loch zurück in seine Hundehütte jagt. Sie ist unglaublich aggressiv und kampfbereit. Zu Beginn versucht der Hund, sie durch seine Größe und sein Gewicht zu überwältigen, aber mit ihrer Agilität hat er nicht gerechnet. Sie ergreift die Chance, ihn zurück in die Hundehütte zu jagen, indem sie ihm immer wieder ins Gesicht haut, selbst als er aus der Hütte späht. Das ist urkomisch und unverschämt zugleich. Nummer 5. Katze gegen Hund im Kampfmodus. Diese Katze ist eindeutig das Alpha-Tier. Sie zeigt dem kleinen Welpen, wer hier der Herr im Haus ist. Immer wenn er sich ihr nähert und mit ihr spielen möchte, erhebt sie drohend ihre Pfoten und schlägt zu. Sie zeigt ihm eindeutig, dass sie nicht die Spielkameradin eines Hundes ist. Zwar versucht er, sie mit wedelndem Schwanz zu umgarnen, aber sie droht ihm und schlägt in die Luft, um ihn auf Abstand zu halten. Einmal erwischt sie den armen Welpen sogar im Gesicht, was ihn sichtlich verwirrt. Vermutlich ist der Tiger eifersüchtig, weil nun nicht mehr er allein die Attraktion der Familie ist, sondern deren Liebe mit dem kleinen, niedlichen und verspielten Hund teilen muss. Das gefällt dem Kater wohl nicht. Nun, Katzen sind bekanntlich sehr nachtragend. Es wäre interessant zu erfahren, wie sie mit dem kleinen Hund umgeht, wenn er ausgewachsen ist. Nummer 4. Eine Katze gegen einen Husky. Das hier ist wirklich komisch. Ein kleines Kätzchen terrorisiert einen ausgewachsenen Husky wegen einer Schüssel Leckerlis, die der Husky heimlich stehlen will. Aber die schlaue Mieze lässt ihn nicht einmal in die Nähe des Futters. Zweimal verjagt sie den Hund, der unter einem Schreibtisch Deckung sucht. Es ist lustig, dass ein ausgewachsener Husky Angst vor einer kleinen Katze hat und sich sogar unter einem Schreibtisch versteckt, wenn er vor ihr flüchtet. Das ist niedlich und lustig zugleich. Aber man muss anerkennen, dass der Kater sehr mutig ist und weiß, wo seine Grenzen sind. Und Futter ist für ihn nicht verhandelbar. Nummer 3. Katzenmama sagt Hund, er solle ihre Babys in Ruhe lassen. Dieser Hund möchte mit den Katzenbabys spielen, aber die Katzenmama lässt das nicht zu. Aus Angst um ihre Kinder macht sie mit ihm kurzen Prozess. Das Hündchen weiß nicht einmal, wie ihm geschieht. Sie stürzt sich buchstäblich auf ihn und jagt ihn von den Kleinen weg. Selbst als der Hund aus weiter Entfernung einen Blick auf die Kätzchen werfen will, stürzt sie sich wieder auf ihn und stellt klar, dass er hier nichts verloren hat. Er hat keine andere Wahl, als wegzubleiben. Nummer 2. Katzenmama beschützt Babys vor zwei Mischlingen. Hier siehst du eine wütende, aber auch tapfere Katzenmama, die ihre Kinder gegen zwei große Mischlingshunde wie ein Ninja verteidigt. Sie ist schnell, wendig und wild. Als der schwarze Hund versucht, hinter dem Baum hervorzuschleichen, richtet sie ihre Aufmerksamkeit sofort auf ihn und attackiert ihn. Und das so heftig, dass der andere Hund eingreifen muss, um seinen Freund zu retten. Die Katze geht als Siegerin aus dem Superkampf hervor. Doch die Hunde sind schlau und schleichen weiter durch die Gegend. Die tapfere Mutter stürzt sogar in einen flachen Graben, aber sie springt sofort wieder heraus und kämpft weiter. Nummer 1. Drei-Katzen-Gang. Ist das die berühmt-berüchtigte Katzenmafia? Hier kämpfen drei Katzen gegen einen Hund. Sie wechseln sich dabei sogar ab. Der Hund hält sich wacker, aber sieh nur, wie die Katzen ihn bedrängen. Das sind fiese Techniken, die die drei drauf haben. Sie lassen einfach nicht locker, doch der Hund lässt sich nicht unterkriegen. Ich denke, mit so einer Kampfeswut hat der Hund nicht gerechnet. Ich frage mich, wer der Sieger war. Wer hat deiner Meinung nach im letzten Kampf gewonnen? Sag es uns in den Kommentaren und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren.